Hallo zusammen. Selfies fotografieren, dich selbst fotografieren. Wenn du im Moment zu Hause sitzt und niemanden hast, der sich fotografieren lässt, dann nimm dich doch einfach selbst. Weil du bist ja immer dabei. Ich gebe dir ein paar Tipps und Tricks, versuche ein paar inspirierende Ideen zu geben, zum Mitmachen, zum Nachmachen und bemühe mich dabei, sehr einfache Sachen zu machen, die wirklich jeder machen kann. Also ich verwende keinen Blitz oder zeige eine Alternative. Ganz kurze Story. Ich selbst habe tatsächlich Menschen fotografieren mit Selfies gelernt. Ich habe ganz, ganz lange, bestimmt 1, 2, 3 Jahre lang, fast jeden Abend zu Hause gesessen und mich selbst fotografiert. Und das war 2013, so um der Zeit. Das heißt, es war noch relativ schwierig. Heutzutage ist ja sehr viel einfacher geworden auch. Ich zeige gleich, wie wir das machen. Ich zeige immer mal ganz kurz nebenbei so ein paar Bilder, die ich damals gemacht habe. Und das wäre mal die erste Message. Wichtig ist nicht die Technik. Sondern wichtig ist, eine witzige Idee zu haben. Also die Story zu diesen Bildern, da bin ich morgens auf kein Witz. Ich bin morgens auf dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, da ist mir das eingefallen. Und da habe ich den ganzen Tag vor mich hingekichert. Also meine Kollegen dachten, ich wäre frisch verliebt oder so, weil ich so happy war den ganzen Tag. Und habe mich gefreut, abends nach Hause zu kommen und das umzusetzen. Und habe dann halt den ganzen Abend da gesessen und gebastelt und getan und gemacht. Das ist dann einmal Abend entstanden. Wichtig ist ja halt einfach, so eine kreative Idee zu haben. Und ob ich das ist jetzt geblitzt, aber das spielt ja keine Rolle. Das könnte man natürlich genauso gut ohne Blitz machen. Also das Wichtige ist, glaube ich, immer eine witzige Idee zu haben. Gutes Foto ist immer ein gutes Foto, weil es Emotionen weckt. Zum Beispiel zum Lachen bringen, zum Schmunzeln bringen, zum Nachdenken bringen etc. Und das spielt keine Rolle, ob der Hintergrund unscharf ist und ob man Blitz einsetzt oder ob da im Hintergrund irgendwie was Störendes ist oder so. Das spielt alles nice, aber alles Bonus. Das Wichtige ist, eine coole Idee zu haben und die dann auch vor allem umzusetzen. Weil Ideen haben ist noch das eine, die dann umsetzen ist was anderes. Und bevor wir richtig loslegen, das nochmal als letzten Denkanstoß. Selfies sind deswegen schwierig, weil es ist ja eigentlich ein normales Foto. Nur, dass du halt nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera sitzt. Und die sind deswegen schwierig, weil du dir mehr visualisieren musst, wie das Foto aussehen soll. Weil du guckst nicht ständig durch die Kamera, sondern du machst ein Foto und musst vorher schon ungefähr wissen, wo stellst du die Kamera hin, welche Brennweite nimmst du und so weiter und so fort. Also du musst eine konkrete Idee haben. Nimm dir einen Zettel und einen Stift, schreib halt ganz kurz auf, ich will das und das machen. Oder nimm dir halt ein Foto, das du nachmachen willst und versuch genau das zu machen. Klappt nie, aber von der Idee her halt. Und schon hat man ein anderes Foto, was ähnlich ist, aber auch cool ist. Das waren mal ein paar Tipps und Tricks zum Warmwerden und jetzt nehme ich euch mit, jetzt probiere ich selbst das. Ich bin im Moment alleine hier im Büro, der Sebastian, mein Arbeitskollege, ist im Moment in Ferien und das heißt, Challenge ist so ein bisschen, mich zu filmen, wie ich mich selbst so fotografiere und das irgendwie zu fokussieren und so weiter und so fort, also quasi die doppelte Challenge. Eigentlich müsste ich noch eine GoPro in die Ecke stellen, damit man sieht, wie ich das selbst nicht hinkriege. Wir probieren das, also ich nehme euch mit und wünsche ganz viel Spaß beim Mitmachen. Bildideen, darum geht es ja eigentlich heute. Ich zeige mal zum Beispiel dieses Foto der Hacker. Das ist relativ bekannt von mir, das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht, mit einem einzelnen Aufsteckblitz. Das kann man mit jeder Kamera machen, wenn du einen Aufsteckblitz hast und eine Möglichkeit, das Licht so ein bisschen zu bündeln. Das setzt halt einen Blitz voraus. Das kann man auch mit einer Videolampe machen natürlich, das kann man auch mit irgendeiner anderen Lampe machen. Es ist aber relativ schwierig, das Licht zu kontrollieren, das ist die Schwierigkeit dabei. Der Rest ist einfach. Du hast das Handy im Laptop liegen. Dadurch sieht man das nicht, kannst auslösen oder die Fernbedienung halt und kannst auslösen und gut ist. Also es ist relativ einfach zu machen, wenn du das Licht mal im Griff hast. Und das Schwierigkeit ist so ein bisschen, wo platzierst du das Licht, dass man den Laptop nicht zu stark sieht, weil der ist in der Regel, je nachdem, wenn es ein MacBook ist, das silbern ist, dann ist das sehr hell und der Mensch ist relativ dunkel. Das heißt, es musst du ein bisschen sauber setzen, das musst du tatsächlich ein bisschen austüfteln. Die Schwierigkeit ist dann so ein bisschen, oder die Frage ist dann so ein bisschen, willst du eine Strumpfmaske aufsetzen? Ist natürlich Quatsch, kein Hacker hat eine Strumpfmaske auf, aber jeder weiß sofort, was gemeint ist. Oder Kapuzenpulli oder sowas. Man kann auch den Laptop so drehen, dass man den Monitor sieht oder einen großen Monitor halt nehmen und kann da so einen Matrix-Screensaver draufpacken oder sowas, dass da so irgendwie, ne, irgendwas Technisches rüberläuft. Oder wenn du ein Informatiker bist, machst halt so ein paar Informatikprogramme auf oder so, dass alles ein bisschen technisch aussieht. Also ein ganz, ganz einfaches Setup, wenn du das Licht im Griff hast. Ich habe gesagt, mit Blitz ist es einfach, wenn du irgendwie eine Softbox hast mit Grid, dass du Licht richten kannst. Wenn du das nicht hast, nimmst du irgendeine Lampe, die du möglichst klein machen kannst. Du kannst tatsächlich eine Tageslichtlampe nehmen, also eine Schreibtischlampe oder sowas, das geht natürlich auch. Eventuell musst du ein Stück Karton nehmen, das an die Lampe ranpacken, sodass du quasi so Streuklappen hast.
und dadurch das Licht so ein bisschen richten kannst. Das musst du aber wirklich ausprobieren. Einfacher ist das, wenn du eine zweite Person hast, die zumindest geduldig genug ist, um sich dahinzusetzen, zum Licht einstellen. Wenn das nicht geht, dauert es halt einfach ein bisschen länger. Aber es ist überhaupt kein Problem. Es ist eine witzige Idee, die man vor allem natürlich auch sehr, sehr gut mit den Kindern machen kann, wenn die im gewissen Alter sind und sich vielleicht auch für Computerspiele interessieren und so, dann finden sie das mit Sicherheit ganz, ganz cool. Habe ich schon ganz viel von meinen Followern gehört, dass sie dieses Foto selbst nachgemacht haben und dass sie das vor allem auch mit ihren Kids gemacht haben, die da einen riesen Gaudi dran hatten. Das leuchtende Buch. Alternativ zu dem Hacker kann man natürlich, das ist wahrscheinlich gar nicht gut, ne? Ich drehe das mal lieber so. Komme ich gleich drauf. Also alternativ zu dem Hacker kann man natürlich auch machen, ein Buch zum Leuchten bringen, irgendwas anderes. Auch wieder etwas, das man nicht nur als Selfie machen kann, sondern das man auch sehr, sehr schön mit den Kindern machen kann. Gib denen ihr Märchenbuch in die Hand und lass es leuchten. Und du hast sehr coole Bilder für euch als Familie. Als Selfie ein bisschen schwierig deswegen, weil ich die Bildkomposition nicht finde. Ich habe jetzt hier 35 mm auf die Nikon gepackt, damit ich so ein bisschen leicht weitwinklig habe, damit ich auch ganz leicht verzerren kann und damit ich halt ein bisschen den Hintergrund unscharf habe. Ich habe ein paar bunte Lampen angemacht, dass Atmosphäre da ist und habe dann halt versucht, mich so zu setzen, dass, jetzt sehe ich mich halt wieder nicht, dass die Lampe möglichst nicht einen heiligen Kreis, sondern einen heiligen Schein gibt. Und dass man das, die Schwierigkeit war für mich so ein bisschen jetzt, das Zielfotomagazin soll man ja auch sehen. Man soll ja nicht sehen, dass ich einen schwarzen Schatten in der Hand habe. Das heißt, ich sehe auf dem Handy, sehe ich ja live das Bild, einschließlich Belichtung. Das heißt, ich habe da von Hand so ein bisschen leicht unterbelichtet, weil das die Nikon, und bei der kann ich halt hochreißen, so viel ich will. Lieber leicht unterbelichten und in der Nachbearbeitung halt ein bisschen heller machen, als ausgebrannte Lichter zu haben, weil ich will ja die atmosphärischen Lichter haben. Es ist Samstagmorgen, jetzt ist es 6:30. Das heißt, ich bin zur blauen Stunde ins Büro gekommen, damit ich auch draußen ein bisschen atmosphärisches Licht habe. Das muss man natürlich nicht machen. Auf den manchen Fotos ist das Fenster auch gar nicht drauf. Ist wieder das. Aber ich dachte, ich sitze hier vor dem Fenster, blaue Stimmung draußen und so weiter. Man kann, als Tipp, man kann in der Kamera einen blauen Weißabgleich einstellen. Im Weißabgleich gehen manuell und dann stellst du was ein, dass es so ein bisschen bläulich ist. Dann sieht das automatisch schon mal nach blauer Stunde aus und die Lampen wirken dann gelber. Das kann auch ganz gut sein. In das Magazin habe ich jetzt hier einfach so eine Lampe gepackt. Das ist eine Falcon Eye. Gibt es ein Review zu auf meinem Kanal. Und da kann ich den Weißabgleich einstellen. Das heißt, die könnte ich jetzt auch blau, rot oder sowas machen. In dem Fall habe ich sie einfach gelblich, also warm eingestellt. Und jetzt kommt's, pass auf. Licht von unten ist immer falsch, weil immer Halloween-Look. Aber Licht von unten und ich lege den Kopf nach unten. Wichtigste Grundlage in der Porträtfotografie, Gesicht zum Licht. Und das habe ich in dem Fall. Licht von unten ist falsch, ne, es leuchtet mir in die Nase. Aber wenn ich den Kopf runterdrehe, dann habe ich Gesicht von vorne. Das heißt, wenn ich das im Buch habe und ich gucke da rein, dann habe ich sofort ein dramatisches Porträt, das von einigermaßen vernünftig beleuchtet ist. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich drehen. Ich kann natürlich so ein bisschen leicht von der Seite kommen, wenn ich das möchte, oder von der anderen Seite oder so. Ich sehe mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Das ist also der eine Tipp. Und der zweite Tipp war, das Zielfotomagazin Cover wollte ich halt beleuchten. Das heißt, ich habe eine zweite Lampe genommen, die hier einfach auf den Tisch gestellt, sodass ein ganz bisschen Licht von vorne reinkommt. Das Cover soll nicht leuchten, aber man soll es ja irgendwie schon noch sehen können. Und das ist schon alles. Und dann kann man, ich sehe mich ja live und ich kann zwischendurch kontrollieren, ob das Bild was geworden ist. War eine super Gaudi, war schon wieder trickier, als ich gedacht habe. Ich dachte so, ja, ich komme schnell vom Frühstück her. Jetzt sitze ich hier schon wieder eine Stunde. Weil halt irgendwie Bildwinkel und da dann die Lampe drinne und irgendwie, ne, man will ja dann auch sofort irgendwie fummeln, um das auch möglichst gut zu machen. Gerade weil jetzt irgendwie natürlich auch ihr zuschaut. Aber auf jeden Fall eine Gaudi. Ich muss sagen, ich bin ja mittendrin noch in dem Projekt. Eigentlich, ich muss meinen Angestellten öfter in Urlaub schicken, weil dadurch, dass ich jetzt alleine bin und alles selbst machen muss, macht das eigentlich viel mehr Spaß. Es dauert viel länger, als wenn der Sebastian, könnte ich ja sagen, komm, stell mal die Kamera ein. Kann ich jetzt halt nicht. Aber das ist ja der Spaß dabei. Es macht total Spaß. So back to the roots. Ist wieder genauso wie vor 6 Jahren. Fummeln, tunen und so weiter und noch was überlegen, was könnte ich noch machen und mir fehlt noch irgendwas, noch besorgen oder so. Voll cool. Also ich hoffe, ich motiviere dich zum Mitmachen. Wenn du mitmachst, nicht vergessen, Create Your Light als Hashtag verwenden auf Social Media, damit wir alle sehen können, was wir alle so machen. Tap, 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 tap. Da sitze ich jetzt eine halbe Stunde dran, ne? Zack. Die Idee von diesem Shooting ist, ich habe einen Ring, der ist von der Mülltonne. Jetzt klebe ich hier lauter Karten ran und die Idee ist, dass ich nachher hier so ein bisschen stehe und da durchgreife und quasi so eine Karte so aus der Luft fange. Also es sieht so aus, als wenn ich ein Bündel Karten in die Luft geworfen hätte und dann halt eben eine daraus catche. So, der Kartentrickmeister. Vom Lichtsetup her, ich stelle mich einfach vor das Fenster. Ich bin jetzt bei mir im Büro, deswegen halt das hier auch so.
und habe halt hinter mir das Bücherregal und so weiter. Es wird nachher alles dunkel, wenn ich die Türen noch zumache. You will see. Das ist relativ einfach. Schwierigkeit ist so ein bisschen gewesen, das Ding aufzuhängen, das jetzt an so einer Klammer, an einem Stativ. Das wäre sinnvoller, wahrscheinlich irgendwie Bindfaden zu nehmen oder so. Dann muss man die nicht weg photoshoppen, weil das muss ich noch ein bisschen dezenter machen. Zumindest mal so, ne? Und dann den Bildausschnitt halt so wählen, dass man das Stativ nicht sieht, dass ich also ein Bild hier irgendwie abschneide. Naja, ich bastel da nochmal. Ich glaube, die Schwierigkeit, je länger ich mir das anschaue, die Schwierigkeit ist natürlich, dass man nachher nicht sieht, dass es ein Ring ist. Und selbst wenn man den Ring selbst nicht sieht, wenn ich das jetzt ja alles so ranbappe, sieht das natürlich aus wie ein Ring. Also es muss schon ein bisschen chaotischer werden. Vielleicht muss ich noch ein paar Karten irgendwie aneinander kleben oder so. Es gibt kein Problem, dass man nicht mit ein bisschen Panzertape lösen kann. Ne? Also, wenn ich eins in der Bundeswehr gelernt habe, dann Panzertape. Irgendwas kann man damit immer machen. So, ich bin jetzt übrigens, ich filme auf 24 mm, das heißt, das ist ungefähr der Look, den man nachher hat. Ich würde das aber nachher zum Quadrat machen oder sogar hochkant. Aber weil das ein Kreis ist, wahrscheinlich ein Quadrat, Instagram-freundlich und so weiter. Ne? Und jetzt so. Und man sieht es ja jetzt schon so ein bisschen. Je weiter weg ich gehe, meine Hand wird halt proportional größer. Ich rutsche nachher gleich ein Stück dichter. Meine Hand wird dann halt sehr groß. Und dadurch sieht schon mal ein bisschen chaotischer aus. Und dadurch bin ich so ein bisschen unscharf im Hintergrund. Und ich könnte natürlich jetzt noch irgendwie mich wie ein Magier anziehen, Sonnenbrille aufsetzen oder Fliege, Krawatte, wie auch immer. Also irgendwie Kostüm anziehen. Ändert an der Idee ja nichts. So, tup, zack. Wie kriege ich das so ein bisschen, dass es wie explodiert aussieht? Der Trick ist folgender, möglichst nah ans Fenster ran, ich bin eigentlich schon zu weit weg. Je dichter ich am Fenster bin, desto dunkler ist natürlich der Hintergrund, weil der ist jetzt weit weg vom Fenster. Und dadurch habe ich automatisch schon eine Abdunklung, Vignette und so weiter, kriege alles automatisch, muss gar nicht Photoshop machen. Das heißt, ich stelle mich jetzt dahin, wo die Videokamera ist, gucke durch den Nikon und werde wahrscheinlich so ein bisschen möglichst weitwinklig sein, weil je weitwinkliger ich bin, desto verzerrter ist halt alles. Dadurch sieht die Karte vorne viel größer aus. Und ich bin ein bisschen klein im Hintergrund, weil darum geht es ja so ein bisschen. Also ich habe jetzt nur 24 mm auf Blende 2.8. Also schöner wäre eigentlich ein 20 mm Festbrennweite oder sowas. Habe ich aber jetzt nicht hier. Deswegen 24 sollte auch gehen. Jetzt die Frage, wie ist mein Gesichtsausdruck? Wenn ich da jetzt wirklich nachgreifen würde, wie wäre denn das? So, tipp. Voll konzentriert. Gar nicht so einfach. Ja, cool. Jetzt verdecke ich mir selbst das Gesicht, aber es ist schon ziemlich cool. So, mich so ein bisschen, ja. So, dass man sich das Gesicht verdeckt. Spiegel verkehrt, so. Lachen dabei. Vom Vorgehen her, du nimmst den Nikon, stellst im manuellen Modus am einfachsten das Licht ein. So, dass die Karten so belichtet sind, wie du das haben möchtest, eher hell, würde ich vorschlagen. Und der Hintergrund sollte eher dunkel werden, das passiert automatisch, je weiter der weg ist. Also du, am liebsten ist so ein Raum, der eher so ein Schlauch ist. Deswegen stehe ich hier im Büro, es halt, Sound ist nicht so gut, aber das Licht ist gut, ich habe nur ein Fenster und der Hintergrund wird halt relativ dunkel. Manueller Modus und dann Autofokus manuell ebenfalls. Ungefähr da, wo die Karten halt sind. Das muss nicht super präzise sein, das spielt gar nicht so eine Riesenrolle. Im Zweifelsfall ist halt die Frage, willst du, dass sich das bewegt? Dann müsstest du auf eine von den anderen Karten stellen. Oder ist das statisch, dann kannst du darauf fokussieren. Versuch das nicht mit Auslösen mit Autofokus, das wird nicht funktionieren, weil du willst ja ein bisschen Dynamik reinhaben. Du kannst versuchen, das Ding ein bisschen zu bewegen, damit ein bisschen Bewegungsunschärfe reinkommt. Aber die restlichen Karten sind ja auch nicht bewegungsunscharf, von daher kann man sich drüber streiten. Man könnte das im Photoshop nachher machen und da so einen Filter drauflegen, habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil die Vorgabe ja so ein bisschen war, möglichst ohne Photoshop. In meinem Fall musste ich halt einmal im Photoshop oder Lightroom den Draht wegstempeln. Das ist keine Riesensache. Wenn ich einen feineren Bindfaden genommen hätte, müsste ich das natürlich nicht. Dafür hätte ich halt jetzt nochmal nach Hause fahren müssen und meiner Frau das Flickzeug quasi klauen müssen.
Super einfach, super Gaudi. Ich saß jetzt 1,5 Stunden vielleicht dran mit dem Gebastel da und so weiter, aber hat voll Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht dir auch Spaß und wir sehen uns jetzt beim nächsten Tipp. Fotografier dein Hobby, du bei deinem Hobby oder bei deiner sonstigen Leidenschaft oder sowas. Du mit deinem Motorrad in der Garage, du an der Nähmaschine, du beim Rasenmähen, in der Küche, beim Kochen, wie auch immer, was halt so irgendwie, Briefmarken sammeln, was auch immer. Mir ist jetzt eingefallen, hier im Büro ein bisschen umgeguckt, Messer, ne, irgendwie so ein Messer dabei haben und dann halt eben irgendwie Messerschleifen oder so richtig männlich halt irgendwie. Ich bin halt total Anti-Raucher, sonst müsste man ja irgendwie noch eine Zigarre in den Mund stecken oder sowas. Oder vor ein paar Jahren hätte ich jetzt vielleicht noch irgendwie so einen Rambo-Style irgendwie Stirnband umgebunden und so weiter. Spare ich mir jetzt mal. Aber da kann man natürlich beliebig kreativ sein. Und es ist so furchtbar einfach. Gesichtserkennung anmachen an der Nikon, mit dem Handy verbinden, das Handy hier irgendwo hinstellen, dann ein bisschen dramatisches Licht. Ich habe jetzt hier halt so eine Schreibtischlampe, die habe ich hier einfach an den Tisch gemacht und die ist das einzige Licht, was auf mich fällt. Das heißt, die kann ich mir die hat hier so einen relativ schmalen Lichtstrahl. Sieht man das ein bisschen? Ich mach mal an. Der hat hier so einen Lichtstrahl und den kann ich natürlich drehen und je nachdem, wo der ist, bin ich dann halt eben beleuchtet. Und der Rest halt eben dunkel vom Bild. Und beim Messer ist jetzt halt wichtig, beim Messer ist jetzt halt eben wichtig, dass Licht auf die Klinge fällt, ne, dass die so ein bisschen reflektiert, weil sonst ist ja langweilig. Und ich habe bei der Nikon jetzt eingestellt 3 Sekunden Vorauslöser, das heißt, ich löse aus, Gesichtserkennung ist ja auf mich, ich weiß also, dass ich Fokus habe, und dann sehe ich ja live auf dem Handy noch das Bild, das heißt, ich kann das Messer leicht drehen, sodass ich eine Reflexion auf der Klinge habe, das ist ja schon alles. Und dann halt irgendwie so ein bisschen cool hinsetzen, eigentlich müsste ich, ich müsste mich ja irgendwie so hinsetzen, aber es sieht doof aus, ne? Also aus dem Alter bin ich raus. Jugendsünde. Naja, jedenfalls, also furchtbar einfach, das Ganze zu machen. Wie immer, was zählt, ist die Stimmung, was zählt, ist die Idee. Ich habe halt jetzt hier unsere Videolampen, ich habe es einfach, die habe ich halt einfach wieder angemacht, dass ein bisschen Stimmung drin ist. Es ist draußen auch noch so einigermaßen dunkel. Und aber eben bei dir in der Garage, mach das halt abends, mach das Garagentor auf zur blauen Stunde, sodass draußen stimmungsvolle Lichter sind vielleicht, vielleicht sind da irgendwo Straßenlaternen, je nachdem, wo deine Garage ist. Und dann machst du dir einen Baustrahler in der Garage an oder machst halt bei der Motorrad das Licht an oder stellst irgendwo einen Blitz hin oder irgendwo eine Taschenlampe hin oder wie auch immer. Da kann man ja basteln. Und wie gesagt, durch den Live-View, technisch total einfach. Was zählt, ist die Idee, was zählt, ist halt eben stimmungsvolle Lichter hinzumachen. Ja, wollte ich schon lange mal machen, ne? Irgendwie das, mich beim Messer schleifen und so weiter. Sicherheitshinweis, mit solchen Messern nicht draußen rumlaufen, ist verboten. Das bleibt natürlich bei mir zu Hause. So, also, wir haben im Grunde 3 Schwierigkeiten. Wir gucken nicht selbst durch die Kamera. Die Frage ist, wie lösen wir aus und wie fokussieren wir? Am einfachsten hast du das natürlich, wenn du eine moderne Kamera hast, wo du dich mit dem Handy verbinden kannst und tatsächlich live siehst und sogar fokussieren kannst eventuell oder zumindest auslösen kannst, dann ist es natürlich super einfach. Das geht inzwischen bei überraschend vielen Kameras. Oder wenn du ein Klappdisplay hast zumindest und die Kamera auf ein Stativ stellst und dich selbst sehen kannst. Auch das hilft natürlich schon mal sehr. Und je nach Kamera kann man dann halt eben Gesichtserkennung einsetzen, sodass du auslöst mit Gesichtserkennung. Dann ist auch klar, wie der Fokus funktioniert, aber der Reihe nach. Bei den neuen Nikon-Kameras kannst du dich im Menü mit der Kamera verbinden oder sogar mit dem Computer verbinden, wenn das besser für dich ist. Aber ich finde das Handy relativ gut, weil du dann halt auch kannst das Bild kontrollieren, du kannst gucken, tun, machen und das Handy dann wegtun. Wenn jetzt hier ein Laptop stehen würde, wäre es relativ doof. Aber je nach Setup, wenn du das hinkriegst, dass man den Computer nicht sieht, du aber trotzdem da rankommst zum Auslösen, kannst du natürlich auch den Computer nehmen. Aber mit dem Handy ist, glaube ich, das Einfachere. Dann ist klar, verbinden, Bildkomposition wählen, auslösen und schon hast du dein Bild. Wenn das nicht geht, aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel ist die Reichweite relativ begrenzt, dann kannst du natürlich auch einen Fernauslöser nehmen. Die Nikon-Kameras lassen sich remote auslösen, indem du ein Kabel reinsteckst. Und je nachdem, wie lang dein Kabel ist, kannst du das halt hier irgendwo hin tun. Und dann kannst du auch dich hinsetzen, Denkerpose auslösen. Eventuell bietet sich da an, eine Zeitverzögerung zu machen, also zum Beispiel 2 Sekunden oder 10 Sekunden, weil dann hast du Zeit, ne? Pose einnehmen, auslösen, die Fernbedienung wegtun und dann das Foto machen halt. Da kann man natürlich mitspielen. Und die letzte Möglichkeit ist halt dann eben natürlich einen Selbstauslöser zu nehmen, dass du sagst, du stellst 10 Sekunden ein, drückst drauf, läufst hierher und setzt dich halt hin. Ist natürlich die mühsamste, das funktioniert nur sehr bedingt. Zumal du dann auch immer wieder zurückgehen musst, das angucken und so. Also Kabel oder Funkauslöser gibt's auch. Also Fernauslöser oder Handy ist schon die bessere Variante.
fokussieren. Wenn deine Kamera Gesichtserkennung hat, dann bist du natürlich fein raus. Wenn sie das nicht hat, dann kannst du, würde ich nicht einen Spot nehmen, sondern möglichst eher so ein Area. Und dann kannst du dich halt auch hinsetzen und das Area ungefähr da platzieren, wo dein Kopf ist. Oder die Hand oder was auch immer du fotografieren möchtest. Und dann geht das relativ gut. Das braucht eventuell mehrere Versuche. Und dann ist natürlich der Tipp, nicht super offenblendig zu arbeiten. Nicht, dass du nur so viel Schärfentiefe hast. Das wird relativ schwierig, wenn du keine Gesichtserkennung hast. Sondern dann würde ich tatsächlich mal die Blende ein bisschen zumachen. Dann bist du halt bei Blende 4, 5, 6, 7. Spielt für die Bildidee in der Regel ja gar keine Rolle. So, jetzt habe ich noch eine Idee. Und zwar, das Foto ist schon ein bisschen älter, da war ich noch Single. Und da war so ein bisschen die Frage, ich habe nach Ideen gesucht zum Fotografieren und war damals halt so in Kontaktbörsen unterwegs und so, um halt irgendwie die Frau fürs Leben zu finden. Das hat tatsächlich geklappt. Nicht mit diesen Fotos allerdings. Also wenn du denkst, das sind die Tinder-Fotos, wäre ich so ein bisschen vorsichtig mit. Inzwischen lacht meine Frau drüber, aber das war nicht das erste Foto, was ich ihr damals gezeigt habe, so als Randbemerkung. Quasi so, und das wäre so ein bisschen mein Appell oder mein Tipp, überleg dir irgendwas, was dich halt bewegt und versuch das zu übersteigern, so wie eine Karikatur. So quasi, ich bin Single und ich kann, was mache ich denn als Single irgendwie? Putzen, ja okay, also warum nehme ich nicht irgendwie quasi ein bisschen Rambo-Style, aber mit dem Staubsauger? Oder ich habe mich damals sehr gesund ernährt und viel Sport gemacht und so weiter und keine Schokolade gegessen. Ja, warum nehme ich nicht mal Schokolade in die Hand oder so, weil es halt eben was ist, was ich sonst nicht mache. Und wie ich das dann umsetze, lichttechnisch und so weiter, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Stell dich halt in die Küche mit der Schokolade oder stell dich halt irgendwie ins Wohnzimmer mit deinem Staubsauger. Also so eine Idee, was dich gerade bewegt, gerade aus dem Berufsleben heraus oder sowas, weil die finden das da alle deine Arbeitskollegen witzig oder aus deinem Sport vielleicht, die finden das alle deine Sportkollegen witzig. Auch da diese Serie, die ich gemacht habe, da habe ich mehrere Fotos gemacht, halt so, das war damals so die Zeit, wo es aufkam mit ganz viel Fitness-Trackern und irgendwie jeder hat irgendwie Selfies gemacht und überall Selfies gepostet, wie er halt gerade Sport macht. Also habe ich das übersteigert und gesagt, irgendwie, ich mach hier mit der mit der GoPro, setz mir eine Perücke auf und mach mir einen dicken Bauch und nimm die GoPro in die Hand und so weiter und so fort oder das Handy in die Hand. Überspitzt, übersteigert und dadurch witzig und sehr, sehr einfach umzusetzen. In dem Fall mit Blitz, aber wie gesagt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Kannst du, stell dich halt mit deinem Fahrrad vor die Tür oder stell dich halt mit deinem Fahrrad irgendwie auf den Balkon, weil du nicht Fahrrad fahren darfst oder so, vielleicht je nachdem, wo du wohnst. Mach das halt auf dem Balkon, ganz einfach. Also, das waren so ein paar Tipps und Tricks zum Selfies machen. Ich hoffe, da war was dabei, was dich motiviert, was dir vielleicht auch eine Idee gegeben hat, dass du sagst, ja, doofe Idee von dem Wiesner, aber ich habe jetzt eine tolle neue Idee. Das wäre natürlich das Beste. Also, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim dich selbst fotografieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.